Keine Ruhe bei Wirecard. Wieder einmal sieht sich der Zahlungsabwickler konfrontiert mit Vorwürfen über angebliche Verfehlungen. Diesmal ist es das Manager-Magazin, was schreibt, hier sind ja ominöse Forderungspositionen in der Bilanz. Das heißt, Manager-Magazin hat hier nachgerechnet, insgesamt Forderungen im Volumen von 250 Millionen Euro seien unecht. Alles Quatsch, sagt Wirecard, dementiert auch diesen Vorwurf und sagt, die Besonderheit dieser Bilanzposition ist seit Jahren bekannt. Aber der Markt reagiert äußerst verschreckt auf diese erneute Meldung und schickt die Wirecard-Aktie 8% ins Minus. Wir schauen in die erste Börsenreihe. Der DAX scheint irgendwie alles richtig zu machen, macht weiter mit seinem Höhensturm, hat die 12.000 Punkte getestet, zieht sich dann wieder zurück. Ähnlich wie ein Bergsteiger das macht, der auf einen 8.000er klettern will. Also neue Höhen testen, dann zurück ins Basislager, ausruhen, akklimatisieren und dann den erneuten Vorstoß wagen in größere Höhen. Ja, kommen wir zurück zu den Tatsachen und schauen uns an, was sich morgen am Donnerstag alles tut. Unser Ausblick also auf den vorletzten Handelstag in dieser Woche. Er geht los um 8 Uhr in der Früh mit dem GfK-Konsumklimaindex. Hier kommt also die Kauflaune der Deutschen auf den Prüfstand, gleichzeitig auch die Anschaffung und Investitionsneigung und die Einkommenserwartung. Wir erwarten hier einen kleinen Anstieg auf 10,3 Punkte. Von 10,2 Punkten kommen wir. Gleichzeitig, also auch um 8 Uhr, gibt es das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal in Deutschland. Es ist dies die zweite Veröffentlichung. Dann der nächste wichtige Termin am Nachmittag um 14.30 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Wir bleiben thematisch in den USA. Wir bekommen den Hauspreisindex und dann noch die Rohöllagerbestände. Ja, zuletzt waren sie ziemlich kräftig angestiegen um 9,5 Millionen Barrel. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Und so ein Anstieg lässt dann auch immer ganz kurz den Druck auf den Ölpreis etwas ansteigen. So, wir schauen noch auf die weiteren Zahlen. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Bilanzen aus der ersten und zweiten Reihe. Aus der ersten Reihe Henkel und aus der zweiten Reihe dann Art for Optical, Extron, die Arealbank, DEC Asset, Dialog Semiconductor, außerdem Dürr, MTU, die Triebwerksbauer, Pro7, TRG Immobilien und Xing. Um einige der prominentesten zu nennen, schauen wir nochmal international mit BAT, also British American Tobacco, und außerdem Peugeot. Und dann haben wir noch eine Hauptversammlung, und zwar von Bertrand, dem Ingenieurdienstleister. Tollen Abend, tschüss, bis morgen.